Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind immer noch unterwegs in Richtung Schatz von Stahlbart. Und endlich haben wir diesen Berg hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier besser ist. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Die Hinweise meines Vaters weisen uns den Weg. Sehen wir uns mal in den Mangroven um. Aber sei vorsichtig. Wer weiß, was hier herumkriecht. Ich wollte gerade sagen, der Mangrovendschungel. Ich würde vorschlagen, wir latschen ja eh alles ab. Insofern einfach mal machen. Ne? Zusammen packen wir Du bist aber richtig, der ist aber richtig heiß. Gut gemacht. Der hatte ja richtig Bock. Da ist der nächste. Ich helfe dir. So sieht's aus. Vor allen Dingen einer Stahlbart, die gerade dabei ist, den Schatz ihres Vaters wiederzufinden. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe den DLC noch nie gespielt. Also das ist mir... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist mir neu. Wir werden es wahrscheinlich sehen, wenn wir am Ende ein Achievement bekommen. Den Lufttempel, den gab es auf jeden Fall zu meiner Zeit, als ich das erste Mal gedacht habe, noch nicht. Ich hatte zwar die Super-Duper-Mega-Edition, aber ich glaube, ich war schneller durch, als der DLC erschienen ist. Und ich habe das, wie gesagt, danach nie nochmal gespielt. Ich habe es einmal gedaddelt und dann war es das. Deswegen ist der für mich so komplett neu. Da dürfen wir gespannt sein. Aber hier, ich erinnere mich eh an nichts mehr. Also es ist sowieso, als wenn wir es blind spielen, sind wir mal ehrlich. Ich habe keinen Schatten, wie man merkt. Ich wusste nicht mal mehr, dass Garciert der Typ ist in dem Lager da bei den Eingeborenen. Das macht es aber, ist auch irgendwie eine Gabe, sowas, ne? So kannst du Spiele nochmal wieder neu erleben. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Manchmal hasse ich mein Gehirn dafür, dass es sich keine Namen merken kann. Aber es hat auch Vorteile, ne? So wie das jetzt hier. Da kannst du Dinge halt auch mehrmals, in Anführungszeichen, blind erleben. Okal, Trank, Knochen, ist das? Kleiner Goldbeutel. Schön, schön. Gehen wir mal. Ah, guck mal, hier ist das Totending. Ja, also. Dann packen wir das. Nun weiß ich, was hier los ist. Oh, wieso zielst du denn nicht auf ihn? Dödelmann. Wo ist der jetzt hingefallen? Ich will seine Axt einsammeln, danke. So, hier ist der Totenpfahl. Von da aus sollen wir nach Süden. Diese alte Skulptur steht hier bestimmt nicht zufällig. Nee, nee. Ganz von ausgehen. Da sollen wir nach Süden und das bedeutet, wir gehen erstmal in die andere Richtung, ne? Ganz klar. So, sammeln wir erstmal ein bisschen Gold ein. Können aber trotzdem mal hier im Quicksave machen. Und dann gehen wir erstmal da lang. Das ist zwar die falsche Richtung, aber da ist bestimmt auch irgendwas. Dann sage ich euch. Oh, hättest du gerne, wa? Oh, oh. Oh nein, das Game kackt ab, ich raste aus. Geilo. Ey, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gut, Leute, warte, ihr dürft ja mit dran. Ihr bleibt einmal kurz mit dran. Wir werden gemeinsam erleben, wie ich es wieder anmache. Ihr kennt das doch schon. So, Riesen ist ein Riesenspiel. Ist schon aus? Es ist schon aus. Ja, ich start's wieder neu. Könnt ihr das eben miterleben, da die paar Sekunden, wenn das Game wieder angeht, ne? Man muss auch mal einfach so ein bisschen abkacken. Zum Glück habe ich gerade eben gespeichert, ne? Wir verlieren quasi auch kein Progress. Das ist auch mal eine schöne Sache. So, the game is starting again. Es dauert immer einen Moment, ne? Na komm. Gib alles. Da, Deep Silver. Ihr seht noch nichts, aber es kommt gleich. Ihr seht immer erst ab dem Hauptmenü was. Oder auch nicht. Doch, da. Let's go. Fortsetzen, Leute. Da sind wir wieder. Haben wir jetzt aber auch schon länger nicht mehr. Ich muss sagen, dafür, dass es nicht mehr das jüngste Ding ist und ich das hier auf Windows 11 georgelt habe, läuft recht solide, sag ich mal, ne? So, weiter geht's. Garganus.
Ich helfe dir. Danke. Oh oh. Oh oh. Oh, außer Reichweite? Was? Verarsch mich nicht, Bruder. Die Alligatoren brauchen immer ein bisschen länger, bis sie sterben, damit man sie dann belooten kann. So. Alleine wegen dem hellen Kraut hat sich das schon mal gelohnt, hier nochmal lang zu latschen. Deswegen, wir werden einfach stumpf alle Wege abgehen. Das schadet ja nicht. Der Entdeckergeist, der in uns lummert. So, jetzt hat sich der Alligator dazu entschieden, uns sein köstliches Inneres zu gewähren. So, wir können natürlich trotzdem mal kurz gucken. Aber ist ja nicht egal, ich gehe sowieso alles ab. Sieh mal, eine Zwillingspalme. Hm. Ja, geil, Patty. Da freust du dich, ne? Hm. Was mag das bedeuten? Das könnte ein Hinweis sein, ne? Könnte ein Hinweis sein. So, wir stellen uns mal vor, diese wunderschöne Zwillingspalme, und dann suche ich eben im Buch raus, wo wir nicht hin müssen. Damit wir da als erstes hingehen, ne? Schön, oder? So. Inventar. Alles. Storberts Tagebuch. Soll die treu. Nach Süden. An den Zwillingspalmen nach Norden. Norden ist, warte, Zwillingspalmen. Und dann nach Norden wäre da lang. Das heißt, wir gehen erstmal da lang. Und dann gehen wir nach Norden. Eins nach dem anderen. Die Mangroven, die Mangroven. Was denn? Wo denn? Wer denn? Betty hat Gegner gefunden. Oh oh, oh jo jo. Oh. Nice, Paddy. Das haben wir aber. Das war gutes Teamwork, würde ich sagen. Alleine wegen dem Ruhm lohnt sich das. Das war jetzt 400 Ruhm für diese zwei Alligatoren. Plus das Loot, das man von denen bekommt. Also, das sollte man wirklich mitnehmen. Alles andere wäre irgendwie bekloppt. Bin ich immer mal ehrlich. So. Nun gehen wir aber mal hier lang. Das ist jetzt der Weg nach Norden, ne? Ja, so, so. Oh, dö! Warum tust du das Spiel? Vom Grab aus erneut nach Norden. Mal gucken, ob wir hier was looten können. Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Ja, Paddy, das Laut ist es. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zweimal entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Achso, wenn wir zweimal lang müssen, na dann können wir ja doch erstmal den richtigen Weg gehen. Warte, was war da noch? Roulette und ein Trank. Okay, warte. Ich glaube, beim ersten Mal müssen wir in Richtung Norden. Ach, ich liebe es, wenn es gewittert. Ich liebe Gewitter. Ich liebe Gewitter. Gewitter ist für mich gut. Es ist ganz bestimmt kein Abfall. So. Na. Bin schon drüber? Ich bin schon drüber gescrollt, oder? Da. So. Also. Und jetzt gehen wir nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolith nach Süden. Also, am Grab erstmal nach Norden. Also, hier lang. Da werden wir gleich irgendwo einen Schlüssel finden. Der Schlüssel zum Glück. Die Schüssel ist der Schlüssel. Moin! Bums! Nicht schlecht. Ich wollte die Axt aufsammeln, Patty. Sorry. Danke. Lü, lü, lü.
du hast noch ein paar Ertrunkene. Da gehe ich doch mal eben hier rauf. Dann komme ich auch nicht hoch. Und dann haben wir auch schon wieder Versunkene sind das diesmal. Ja, lass dir Zeit, Bruder. Na, bis Patty da hingewackelt ist, ist auch schon tot, ne? Ich glaube, da vorne hat was im Wasser gefunden. Na, wir gehen gleich mal gucken. Wir gehen gleich mal gucken. Was mag da wohl im Wasser gefunkelt haben? Könnte es ein Schlüssel sein? Was haben wir denn da? Vor allen Dingen haben wir da ein Bett und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ich kann wieder pennen gehen. Bis es aufhört zu gewittern, das finde ich gut. Wir haben eine Flugpuppe, eine Fackel und Rum. Haben wir noch einen Pokopilz. Den snack ich mir gerne rein, F5 und nutze das Bett. Bis zum nächsten Morgen pennen. Erstmal ein bisschen erholen, ne? Oh, das Wetter ist schlimmer geworden. Schade. Ja, dann pennen wir nochmal bis mittags. Man muss halt auch mal so einen Schönheitsschlaf haben. Ne? Rarity wäre stolz auf uns. Wir wollen ja keine Augenringe bekommen oder so. Guck mal, mittags ist schon wieder gut. Ja, das dauert noch einen Moment, aber dann hat es ja wieder aufgehört. Schön. So, wo funkelte denn jetzt hier was im Wasser? Patty, wo hast du hier ein Funkeln vernommen? Was hast du vor Augen, Alter? Das ist die Elster, ne? Das ist die Elster in ihr. Noch eine Flugpuppe. Schlüssel. Geil. Die Karte zum Ramsays Grab. Die Karte zu Stubbings Grab. Die Karte zu Wallace Grab. Und die Karte zu Scobards Grab. So, wir haben auf jeden Fall den Schlüssel, aber der war halt nicht im Wasser. Ich habe jetzt keine Ahnung, was sie da im Wasser hat glitzern sehen, aber das macht ja nichts. So, dann schauen wir doch nochmal in unser Inventar hinein. Auf das Tagebuch. Vom Schlüssel zum Glück am Grab nach Süden und dann wieder Süden. Also jetzt zweimal Süden. Dann mal los. Mir gerade so ein bisschen bewusst wird, wo wir hier so langlaufen und ich mich in meiner coolen Piratenkluft sehe. Man hat halt bei Risen 2 so ein bisschen nicht dieses Befriedigungsgefühl durch neue Ausrüstung. Ne? Du hast halt im Grunde, seitdem wir Pirat sind, habe ich diese Piratenklamotten an. Ich habe jetzt einmal einen besseren, was Besseres bekommen, aber ansonsten... Ob da wirklich einer vergraben ist? Wer weiß, ne? Ansonsten war das bei den Gothic-Spielen und ja bei Risen 1 immer so, dass man immer auf diese nächst bessere Rüstung hingearbeitet hat und sich dann voll gefreut hat. Das fehlt irgendwie so, weil du hast halt nicht wirklich eine Gruppe, der du angehörst und in der du dann immer... Dieser Monolith scheint der letzte Hinweis zu sein. Welcher Monolith? Das Ding da? Ach ja, dann wär's wieder Süden. Das heißt, dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Oh, da. Dicke, dicke Dinger. Gut gemacht. Dankeschön. Direkt zwei Riesenkrabben platt gemacht. Ehre. Die sammeln wir ein, die sammeln wir ein. Ich bin bei dir. Oh, 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 Junge, 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 da ist ja richtig heftig drauf. Mädel. Er war quasi in mir, der Alligator. Patty, bei dir alles gut? Hast du es überlebt? Ja, Patty geht's gut, der geht's ausgezeichnet so. Oh, du lebst ja noch! Patty! Mach doch zu Ende wenigstens! Was war das denn?
Ja, nee, kein Bock mehr. Ich hatte keine Lust mehr, diesen Alligator zu Ende zu besiegen. Was war denn das? Patty, da erwarte ich schon ein bisschen mehr jetzt, ne? Also das muss auch zu Ende gebracht werden. Was ist da denn los? Aber ihr seht, es hat sich gelohnt. Da vorne ist schon wieder eine Schatzkiste. Ah, es lohnt sich halt einfach. Es lohnt sich halt einfach. Es war schön, dass Stahlbart da seine Routenpläne gegeben hat, aber warum sollte man nicht alles sich ansehen, ne? Schade, ich dachte, wir sind einfach mal schnell genug. So, so. Okay, fast. Der auch noch? Nee, ne? So, 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 so. Dann den. Dann den. Nein, scheiße. Okay, dann so, 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 so. Dann die beiden und dann den hier. Gut. Ein Säbel, eine Fackel, Grog und Gold. Hier geht's dann, glaube ich, wieder zurück, ne? Ja, hier geht's wieder zurück. Du. So. Dann können wir nochmal hier lang gehen. Da sind bestimmt auch nochmal Alligatoren. Ali, Alligator. Ah, noch nicht in mein schönes Gesicht, Bruder. Gut gemacht. Richtig unhöflich. Noch mehr Alligatoren hier. Nö, aber eine Kiste. Sogar mal eine so, die man einfach mal öffnen kann. Ist ja auch selten geworden, ne? Trank des Diebes da sogar drinne. Ehre. Ergibt aber auch am meisten Sinn, das da reinzupacken, weil wenn ich eine verschlossene Truhe öffnen kann, um mir daraus einen Trank des Diebes zu holen, dann werde ich den Trank des Diebes wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ne? Schon clever. So. Ja gut, dann bleibt jetzt nur noch ein letzter Weg. Der letzte Weg. Die Gaganus. So. Der Vigo. Ah, okay. Endlich. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätselexperte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater an. Alles klar. Die richtige Truhe. Mal schauen. Sockbart. Stubbings, Wallace und Ramsay. Okay, oh, mal gucken hier, ne? Was da stand in seinem letzten Hinweis. Tagebuchseite 4. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Vermerke. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der besten, in der ersten Tempelruine. GS. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Kostbar. Die anderen sind tödlich. Was war bei Seite 3 noch? Nur eines ist kostbar. Ich habe so ein paar Karten bekommen. Schatzkarte zu den komischen, lustigen. Tja. Kostbar. Nur eins ist kostbar. Kostbar. Hier, das kann man kosten. Das, was zu trinken. Da ist ein Totenkopf dran. Hier ist nichts dran. Hier sind Pilze dran.
kostbar ist eigentlich nur dieser Schnaps. Ich würde den Schnaps nehmen, Leute. Ich würde den Schnaps nehmen. Aber die Auflösung erhaltet ihr dann nächste Folge, denn es ist leider jetzt Schluss. Ey, was für ein fieser Cliffhanger, oder? Ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.